Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2016 Koop. Jetzt geht's zum Rennen nach Großbritannien. Mit dabei ist der Crazy Hacky. Servus. Und noch ein Gast, der Bruder-93. Ja. Zur Bruder-Strich kommen wir nachher vielleicht noch ein bisschen. Jetzt gehen wir erstmal ins Rennen von Großbritannien. Warum er gleich fragt, Rennen? Ich hatte gerade davor nochmal eine Aufnahme gestartet, die ist aber aus irgendwelchen Gründen auch immer schiefgelaufen. Habe ich abgebrochen, dann habe ich auch irgendwie auch nicht bemerkt, dass ich im Qualifying, was soll ich dann aufs Beenden, also Session beenden gedrückt habe, anstatt auf ins Hauptmenü zurückzugehen. Das heißt quasi, wir sind im Qualifying keine Zeit gefahren und starten beide vom letzten Platz. Also. Es läuft. Sag ich mal, Netzfail. Reifenmischung hier übrigens Soft, Medium und Hart. Jo, letzter Platz. Läuft. So, ich werde meine Strategie ändern. Ich werde auf Hart nämlich gehen. Ich werde nämlich auf Hart gehen. Auf Medium starten und auf Soft gehen. So fahre ich. So fahre ich auch. Warte mal kurz, bin noch nicht bereit. Langsam, langsam, langsam. Geh dann in Runde 7 rein. Ah, egal. Nun gut, Boy, da gibt mal alles in der Einführungsrunde. Nicht in der Einführungsrunde, sage ich schon, in der Ding, in der. Im Rennen, sag ich. Ja, ich habe es gar nicht gesehen, wer Pole Position hatte. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, Nico Rosberg hatte Pole. Okay, war das Ausfahren? Du wirst beim Start etwas mehr Grip haben. Aber jetzt müssen wir die Reifen ordentlich aufhören. Vergiss nicht, auch die Bremsen aufzuwärmen. Ja, was gibt's denn zum realen Motorsport zu erzählen? Gestern war das letzte Rennen von der WEC. Nochmal Audi mit einem schönen Doppelsieg zum Abschied nochmal. Und Porsche ist mit Giuliani, Marc Lieb und wer war noch? Roman, nee, Roman Dumas, glaube ich. Ja, Roman Dumas. Die sind Weltmeister geworden, also die Startnummer 2 Porsche sind die Weltmeister. Also, mussten sich aber abzählen, weil sie gestern noch einen Crash hatten mit einem GT-Fahrzeug, weil sie abgeschossen wurden. Schon in der ersten Rennstunde. Also, wären die nicht ins Ziel kommen, werden Toyota Weltmeister geworden. Und das war nochmal Glück. Ja, die Audi-Piloten, was passiert mit denen jetzt? Also Lucas di Grassi, der geht zur Formel E, das ist schon sicher. Bei Andrea Lotto vermutet man ganz stark, dass er zu Porsche geht. Also man weiß es nicht 100% sicher, aber. Also was man echt sicher sagen kann, ist, dass er in der WEC bleiben wird. Also er wird nicht zur Formel 1 gehen. Es sei denn, er kriegt den Cockpit von Sauber, dann könnte es funktionieren. Formel 1. Bei Sauber ist auch nicht die Fahrerparken und nicht sicher. Für nächstes Jahr. Ups, scheiße, na, bremst du. Ich stehe wieder in der Startaufstellung. Scheiße, fahr doch hinten drauf, Kacke. Ah, da kommt er schon her. Ah, Rosberg kommt. Okay, Rosberg auf 1, dann ist Ricciardo auf 2, Hamilton auf 3, Räikkönen auf 4, Vettel 5. 6. Verstappen, 7. Bottas, 8. ist Sainz, 9. Hülkenberg, 10. Alonso, okay. 11. Button, 12. Massa, 13. Quert. 14. Magnussen, 15. Perez, 16. Palmer, 17. Nasser, 18. Eriksson, 19. Oriente, 20. Wehrlein und 21. Crazy, 22. Stimmt ich denn bitte in der Startaufstellung? Ah, ich seh's. Ich bin krumm, ey. Oh je, hab ich Angst. Nasse mit dem sehr schlechten Start. Ui, der knallt. Da hat's gleich knallt. Da hat's gleich mein Williams umgedreht. Ah, komm mal durch. Du musst den Platz wieder hergeben. Die Leute müssen ihn noch durchlassen. Ja, so, wir müssen natürlich alle wieder durchlassen. Oh, geil. Ich bin gerade durch den Williams gut, dass er durchsichtig wurde. Sonst wär's ein Massencrash ist geworden, ey. Ja, ich bin aber auf 21 zurückgefallen. Ich würde alle durchlassen, du musst natürlich aus irgendwelchen Gründen auch immer. Ich bin auf letzten Platz.
Magnus nicht, Magnus nicht ausfallen. Massa auf 20 zurückgefallen, also Massa hat's gedreht. Oh ja. Wir impfen halt gerade momentan die Rossberg ziemlich deutlich in Führung. Der einzige, wo 0 Punkte hat, ist leider noch Crazy Hacky. Liegt aber auch nur daran, nach dem Baku-Rennen, weil Baku wurde irgendwie komischerweise sind wir ja beide ausgefallen. Und dann stand dran, dass Philippe Nasser, ich glaube Philippe Nasser hat das Rennen gewonnen, glaube ich, oder sowas. Ich weiß gar nicht mal. Oder, ja, stimmt, Button, genau, Button. Da waren die ganzen KIs, also die meisten, also die wo in Führung waren, eigentlich, die waren dann, hatten, glaube ich, 9 Runden Rückstand auf die Hinterbänkler. Aus welchen Gründen auch immer. Das ist irgendwie ein Bug vom Spiel. Deswegen hat es jeder Punkt aus der Crazy AG. Variante war glaube ich ein 8er, Wehrlein glaube ich 6er oder sowas. Wie auch immer. Und ja. Zur Information, bei uns gibt es keine Team Order, also wir werden auch gegeneinander kämpfen, sein muss. Ja, hat Uli fehlt mir gerade die Boden in der Auto. Ah, das Problem ist, durch den Crash vorher, das ist Chaos. Das ist das ganze Feld auseinandergezogen. Das heißt, nach Parma und nach dem Vordem ist erstmal lang nichts mehr. Nach dem, ich glaube, nicht sauber vor Parma noch. Ja, sauber. Eriksson. Nach Eriksson kommt erstmal lang nichts mehr. Das heißt, die müssen auf dem Softreifen alles geben, damit ich einfach ans Feld rankomme. Aber hier sind Punkte ganz klar drin. Von Renz, vom Speed her bin ich ganz klar mit dem Mediumreifen. Nur fast nicht, also nur 2 Sekunden langsamer eigentlich, das geht eigentlich noch gegenüber Kimi Räikkönen, gegen die schnellste Runde halt. Im Haas. Das ist völlig in Ordnung, würde ich mal sagen. Ich meine, lieber Rosberg konnte die Führung behaupten. Der ist bei Eriksson. Zu weit weg, reicht nicht. 36-0 bin jetzt gefahren.
Ja, unser Gast hier, der Bruder von 93, der ist leider nicht so Formel 1-Fan. Der sagt, ja, sein Lieblingsspiel. Naja. Ich nenne das sein Lieblingsspiel ist. Naja. Kann ich sagen? Nein, der zockt Farming Simulator, das ist sein Lieblingsspiel. Er ist halt Power, weiß man ein. Ne, jedenfalls. Nee, der interessiert sich auch sehr stark am Motorsport. Das ist nicht die Formel 1. Dein Boxenstartfenster ist jetzt offen. Also jetzt schon, die Box kommt viel zu früh. Ups, Fehler, scheiße. Ich verliere Zeit auf die Pfanne, weil ich einen Fehler hatte in der ersten Kurve. Alle in die Box. Hamilton. Wenn jetzt die schlechte Runde fährt, war er in der Box schon oder was? Weil das weit hinten ist. Der schnellste Hund fährt, ist ja gerade über Ziellinien drüber gefahren. Ja, letztes Wochenende war das Rennen in Sao Paulo, das Chaosrennen, sag ich mal. Das ist also mit dem größten Regenwetter. Also, wie viele Leute da das Auto weggeschmissen haben, auch schon Wahnsinn. Mal schauen, in der Installation Lab schon das Auto weggeschmissen. Also aus der Boxengasse raus, bevor man überhaupt die Startumstellung fährt, da haben wir schon weggeschmissen. Dann hat Nassas, nee, Eriksson hat das Auto weggeschmissen, genau. Kimi hat das Auto weggeschmissen. Was? Ja, Massa in seinem letzten Brasilien Grand Prix, das fand ich schade. Dann hat einer, hat Nico Rosberg fast das Auto weggeschmissen. Da hat man einen richtigen Quersteuer gehabt. Verstappen, ja, Verstappen, ja, Wahnsinn, wie er das Auto abgefangen hat. Also Verstappen war für mich der Mann des Tages in dem Rennen. Also wie der nach vorne marschiert ist mit dem Regen, das war Wahnsinn. Klar, natürlich nur wegen Lack, natürlich nur wegen dem Auto, weil es so gut ist, aber... Ja, trotzdem starke Leistung. Wir kommen jetzt auf jeden Fall die Runde, die Box. Mal schnell, schnellste Runde. Okay. Thank you.
glaube 60, genau, 60 ist. Aber die Frage, wie viel Zeit habe ich verloren? Aber wie viel Zeit hat die KI vielleicht in der Box verloren, wo sie die gestoppt hat, weil das waren mehrere Autos in der Box drin. Es kann ja gut sein, dass die vielleicht da aufgehalten wurden. Kann gut sein. Auf die Soft, los geht's. 2,8 Sekunden, ja, okay, das ist top. Ah, da kommen sie alle durch, scheiße. Ja, ja, ich hab mehr Zeit verloren. Ah, mit Massa, wie ich Pech hab, Massa auch noch durch. Ja, kommt er auch. Schade. Ich hab mehr Zeit verloren. Und wir sind jetzt alle aufs Medium. Wieder. Ich muss an Massa vorbei, aber ich habe Probleme mit dem Überholen auf der Geraden. Keine Chance, komme ich gerade richtig gegen den Williams. Schwierig. Ja, jetzt kommt es was Kieres mal hier auf die Bremse. Ne, zu gefährlich. Der ist auch sehr spät auf der Bremse. Ich habe viel zu viel Zeit verloren. Zur Strecke wollen wir 9 Sekunden brauchen. Ich hab 2,8, die war halt eine Sekunde schneller als du. Das wäre auf Massangriff. Ich hab den DRS verwitzt. Ne, der DRS, scheiße. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 5,5 Sekunden. Ich muss ja aber Gas geben, ey. So viel Zeit verloren habe, das gibt's ja gar nicht. Scheiße. Alter. Das war das Kraftwerk. Ich gebe es Vollgas. Ob die nur einholen, keine Ahnung. Schwierig, ganz schwierig. Die sind so weit weg. Das Problem war halt auch diese scheiß Stadtcrash da. Ja. Dass du aus irgendwelchen Gründen auch immer die wieder durchlassen musst, ja, zum Kotzen, ey. Vielleicht sein, wenn die sich battlen da vorne, dann könnten vielleicht noch in Punkte kommen, aber das schaffe ich nicht mehr. Wir sind zu weit weg einfach. Aber mich leckt es nicht, leckt sich gar nicht gut. Immer zu weit raus. Das ist unglaublich. Der Abstand zum Auto
4 Sekunden konnte ich nicht mehr auf. So wie es aussieht. Nur 6,5. Oder sind die Runden auch zu wenig? Also es hilft, wenn man Qualifying fährt, das hilft. Das habe ich bemerkt. So eine Scheiße auch, das war mein Fehler. Dass ich auf Beenden der Session gedrückt habe, anstatt ins Hauptmenü zurückzugehen. So ein Müll. Ja, da kam halt Pech, aber... Da kann man nichts machen, ja, war ein Fehler. Am Masse hängt immer noch im Nacken. Bin ich nicht los. Vielleicht ist Williams Top Speed, ja. Ja, ich komme näher an die, aber das ist einfach zu langsam oder einfach zu wenig. Hamilton behindert dir? Ja. Das ist deine letzte Runde, die letzte. Da hat es dann immer geknallt beim Start, da gab es mehrere. Könnte sein, dass der Hamilton der Auslöser war, könnte auch sein. Sonst muss ich wissen mal. Ja. Gut für Nico Rosberg auch. Obwohl, ne, Nico Rosberg ist schon. Lewis Hamilton ist schon nicht WM. WM2er, glaube ich. Ich glaube, Daniel Ricciardo, ich glaube, WM2er. Da können wir nachschauen. Mein vorderer linker Reifen hat 50%, der rechte hat 36, 29, 27. Also ich bin jetzt gerade mal ziemlich schnell gefahren und Eis gegeben. Was heißt Eis gegeben? Nicht. So war halt so gefahren, dass ich noch auf der Strecke bleibe, aber ja. Das hat damit gereicht. Schade. Na gut, ist so. Glückwunsch an Nico Rosberg.
Naja. Also ich bin nicht zufrieden. Ah, da ist der Lewis Hamilton. Hat er dich überholt? Ja, und dann, ja. Durch den Abstand, ich war kurz gerade. So, also. Nico Rosberg gewinnt vor Daniel Ricciardo, vor Sebastian Vettel, vor Kimi Räikkönen, Valtteri Bottas hat 5, 6. Max Verstappen, 7. Sergio Perez, 8. Hülkenberg, 9. Fernando Alonso, 10. Carlos Sainz. Ich wurde leider Gottes 13. Die Pace hat gut gepasst, also Pace vor der 9. Platz hat gepasst eigentlich. Ah, schade. Lewis Hamilton natürlich hinter uns, warum auch immer. Dann du auf der... Ne, du bist vor 16er geworden, 16er, okay. Mhm. Vorfälle, was ist da passiert? Nicht viel. Okay, eigentlich nix. Da gab es eine Stop-and-Go-Strafe für Julian Palmer, gab es eine. Dann Felipe Massa hat eine Kollision mit Alonso verursacht, aber warum der Hamilton dann zurückgefallen ist, kann man nicht sagen, warum. Okay. Na gut, dann gehen wir mal zur WM-Wertung. Hamilton hat eine 2-Stop, okay. Nun gut, dann gehen wir mal zur Fahrer-WM. Nico Rosberg führt ziemlich deutlich mit 80 Punkten Vorsprung auf Daniel Ricciardo. Da kommt Lewis Hamilton mit 116 Punkten, auch 100 Punkte Gleichstand mit Max Verstappen, der auch 116 Punkte hat. Dann kommt Kimi Räikkönen mit 85 Punkten, dann Sebastian Vettel mit 76 Punkte hat auch noch Valtteri Bottas, Jenson Button mit 38, also schon eine Riesenlücke. Dann Massa mit 30 Punkten, Alonso mit 23, Hülkenberg mit 23, Sainz mit 21 Punkten, ich mit 19 Punkten, Perez mit 19 Punkten, 15 Punkte wert, 14 Punkte Wehrlein, 10 Punkte Nasser, Johnny Palmer 6 Punkte, Arianto 4 Punkte, 2 Punkte hat Eriksson, 1 Punkt hat Kevin Magnussen und 0 Punkte hast du natürlich. Schade. Ja, no. Konstrukteurs-WM. Jetzt sieht es ziemlich spannend aus. Da haben wir ein Punkt Vorsprung auf Sauber, auf Männer. Oh, gut. Also dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.